Hallo, ich bin Matthias und ich bin einer der Gründer von Jimdo. Wir versuchen ja immer Beispiele von coolen Usern zu finden, die ganz proaktiv mit der Krise umgehen. Und da habe ich heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Moritz von Rolling Taste. Hallo Moritz. Moin Matthias. Moritz, erzähl doch mal, was macht ihr mit Rolling Taste? Vielleicht erstmal, was habt ihr vor der Krise bei Rolling Taste gemacht und wie lief's so? Wie viele Leute hattet ihr? Was waren so größere Sachen, die ihr vielleicht als Aufträge hattet? Also wir sind ein Catering-Unternehmen hier aus Hamburg. Uns gibt es seit 5 Jahren. Wir hatten letztes Jahr Fünfjähriges. Wir haben 25 feste Mitarbeiter plus Aushilfen, Freelancer und auch viele Dienstleister, die uns unterstützen. Und wir machen Catering mit dem Schwerpunkt auf, ich sag mal, schon mit dem Event-Charakter. Also bei uns kriegt man jetzt keinen Schweinebraten und Kartoffelgratin im Chevy, sondern wir gucken, dass wir immer frisch das für die Gäste zubereiten vor Ort. Also immer mit einem Live-Cooking-Charakter die ganze Geschichte. Gucken, dass wir überwiegend gute Produkte verwenden, also regional, saisonal, steht ganz weit oben. Ich war lange in Asien unterwegs, das heißt, wir haben auch doch nur noch ein bisschen Asian Food mit drin, aber ein ganz kleiner Anteil. Ja, und das wäre dieses Jahr unser Jahr gewesen. Also wir haben uns quasi 5 Jahre auf dieses Jahr vorbereitet. Wir hatten das letzte Jahr ein Investitionsjahr, unser Fuhrpark steht, die Mitarbeiter waren eingearbeitet. Wir waren dabei, ein Grundstück zu kaufen, eine Halle zu bauen, wo wir kurz vorm Notar standen. Ja, und machen halt auch, einer der größten Kunden von uns ist die OMR, die wir seit 5 Jahren betreuen. Da machen wir die komplette Logistik der Getränke, der Bars, das komplette Food-Konzept, Crew-Catering, Künstler, Backstage. Und halt auch für die Gäste, das wäre dieses Jahr mit 70.000 Leute gewesen, für 70.000 Leute gewesen. Und wir sind mittlerweile europaweit unterwegs an den Rennstrecken. So, das heißt, wir waren wirklich gut im Business, würde ich mal sagen. Und bei uns hat die Krise dann auch schon, ja, ich sag mal, so 4 Wochen vor den Restaurantschließungen angefangen. Da haben wir schon mitgekriegt, dass uns die Großveranstaltungen, die Messen, die Firmen, die auch international unterwegs sind oder internationale Gäste hier in Deutschland haben, uns angefangen haben, die Aufträge zu stornieren. Am Anfang war das noch ganz, ja, war nicht witzig. Ja, da hat man noch gesagt, ja, jetzt, ne, das wird sich alles beruhigen. Aber wie wir alle wissen, wurde es eigentlich von Tag zu Tag schlimmer, bis dann alle Aufträge weg waren für die nächsten 3, 4 Monate. Und eigentlich täglich weitere Aufträge absagen, die weiter in der Zukunft sind. Und dann mussten wir uns halt was überlegen. Ja, okay. Und dann, ihr habt wahrscheinlich, wie seid ihr denn damit umgegangen? Ihr habt also 25 Festangestellte. Vermutlich sind davon jetzt auch ein paar in Kurzarbeit. Ist das richtig? Richtig, also natürlich Kurzarbeit war hier ein großes Thema, dass man dann erstmal für alle natürlich die Kurzarbeit anmeldet und dann sieht man ja halt so von Tag zu Tag, was ist zu tun und dementsprechend kann man ja die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und rechnet am Ende des Monats ja mehr oder weniger ab. Man Ja. sieht, wer war wirklich wie lange in Kurzarbeit. So mit dem Tool kann man schon ganz gut arbeiten, aber es ist halt trotzdem, wenn der Umsatz auf null runterfällt, man hat ja auch noch andere Fixkosten, für die man keine Kurzarbeit kriegt. Ja. Da gibt es dann jetzt, wir warten jetzt noch auf die Finanzspritze, die kleine, die es da gibt. Und der Rest sind halt alles Stundungen, die wir haben. Aber die Stundung verlagert ja nur das Problem. Ich komme jetzt durch die Krise zwar durch, aber so länger die dauert, umso doller wird der Hammer danach einfach auch werden. Ne? Im Moment haben wir dann ja angefangen. Wir haben auf der OMR geplant, da habe ich mit Jasper zusammen, der kam an und sagt, hey, ich habe da einen Kumpel, der Schwiegervater hat eine Rinderherde, lass das mal angucken fahren. Und das war dann, der Kumpel war dann Alex Graf und Peter, sein Schwiegervater, hatte 50 Herford-Rinder bei sich im Garten stehen, also die haben 10 Hektar Land und haben da dann die Kühe stehen, die Rinder. Und da kam dann die Idee, komm, wir machen nachhaltig ein Konzept für die OMR, Nose to Tail vom Rind. So, und den Kontakt, den gab es jetzt. So, und dann habe ich mit Alex danach nochmal telefoniert, sag, ah, wir können die Rinder nicht nehmen und das wird alles nix. Und wir hatten aber schon dieses Jahr schon 2 Rinder gekauft und dann haben wir angefangen, die zu verarbeiten. Und dann hat Alex
und sehr dabei supportet, die Idee zu schmieden. Und dann kamst du ja ins Spiel durch Jimdo und den Online-Shop, den wir dann über eure Seite bekommen haben. Und damit haben wir die ersten 2 Wochen echt erfolgreich verkauft. Ne? Also wir haben den Shop, ich glaube, innerhalb von 2-3 Tagen eingerichtet. Das würde theoretisch sogar ja noch schneller gehen, aber erstmal Fotos machen, dann müssen die gut sein. Dann hier nochmal ein Problem und seitdem verkaufen wir darüber. Ach, wir verkaufen jetzt Fleisch und zwar von dieser Herde von Alex und Peter, die Herford-Rinder. Die gehen zu einem Dorfschlachter. Der ist 4 Kilometer weit weg. Also Dorfschlachter, muss man sagen, da gibt es gar nicht mehr so viele von. Also es sind so in Schleswig-Holstein 4, 5 Dorfschlachter, der Rest sind schon wieder Schlachthöfe. Mhm. Und der schlachtet das Fleisch für uns, hängt das für uns 3 Wochen ab. Das heißt, wir haben erstens eine gute Qualität, das Grundprodukt ist gut, keine Endmast, natürlich gewachsen, die Tiere werden 3 Jahre alt. Dann kommen die in den Schlachthof, werden da geschlachtet. Also Norbert, der Schlachter, ist einer der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Und der hängt dann halt die Rinder für uns 3 Wochen ab und dann werden die verarbeitet. Das heißt, wir schneiden Steaks draus, wir machen Hackfleisch draus, aus bestimmten Teilen machen wir Schmorbraten, wir machen Pulled Beef, wir haben Rinderkonsommee gekocht, wir haben Würstchen jetzt hergestellt. Und das kann man als Nose-to-Tail-Konzept kaufen. Das heißt, man kauft nicht nur einfach Fleisch, sondern man kauft eine nachhaltige Verarbeitung eines ganzen Tieres. Also mit dem Paket kauft man wirklich von jedem Teil ein Stück, das verarbeitet worden ist. Und deswegen kostet theoretisch der Kilopreis ist bei jedem Produkt derselbe. Also ob du jetzt Hack oder Filet in deiner Box hast, es kostet immer das derselbe Preis. Einfach dann zu sagen, jedes Stück vom Tier ist gleich viel wert einfach. Ja, wir haben jetzt schon 7 Rinder verkauft. Wow. Das ist echt schon sportlich. Aber man merkt halt auch einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also für den Monat konnten wir schon, ich sag mal, einen Teil der Nebenkosten und Aufstockungen wieder bezahlen. Aber wir sind halt auch ganz weit weg von unserem alten Umsatz entfernt. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber es macht Hoffnung, man tut was, man hat sich nicht einfach so aufgegeben, aber es ist halt wie eine Neugründung. Ne? Es ist so, wie als ob man sich nochmal von null irgendwie eine Idee hat und ein Business anfängt. Man steht genauso wie, also man hat ja auch nichts. Also natürlich, wir haben eine Küche, wir haben schon das Personal und die Infrastruktur, also ganz nichts nicht, aber dieses sich an alles rantasten, ne? Wie merken wir jetzt gerade, wir müssen jetzt uns relativ viel mit Marketing beschäftigen, Social Media Marketing. Davor hat unser Unternehmen nur davon gelebt, von einer Mund-zu-Mund-Propaganda. Also das war immer unser Konzept zu sagen, wir kochen gut, das gefällt den Leuten, das erzählen die weiter. Und haben immer von Empfehlungen gesprochen und von einer guten Arbeit. So, aber das ist halt, wenn du sowas aufbaust, nochmal was ganz anderes. Und da muss man, wie schreibt man die Texte, welche allein Fotos machen, die vernünftig sind. Ich meine, heutzutage sieht im Internet alles wie geleckt aus. Ich meine, dass die Fotos vintage und selbstgemacht aussehen, das war mal cool. Die Zeiten sind ja mittlerweile ja auch schon wieder vorbei. Wie macht ihr das jetzt? Ja, wir haben ein Team gegründet aus unseren alten Mitarbeitern und da hat jeder verschiedene Aufgaben. Ne? Wir haben ein Kochteam von 2 Köchen, die produzieren die Boxen, also die etikettieren das, die vakuumieren das, die kochen die Bollo, die kochen den Schmorbraten. Dann haben wir jemanden, der die Boxen packt und beschriftet. Dann haben wir jemanden, der die Boxen ausliefert zu den Adressen und sich seine Route, also wir in Hamburg liefern wir noch selber aus, der seine Tagesrouten ermittelt. Und dann haben wir noch den Verkauf, also quasi der den Online-Shop betreut. Das heißt, die Bestellungen kommen rein, werden in Listen eingetragen, Verfügbarkeiten werden geprüft. Dann haben wir noch jemanden oder 2 Leute, die machen Fotos von den neuen Boxen. Da haben wir eine kleine Kulisse für gebaut. Dann haben wir uns einen Social-Media-Plan überlegt, wann posten wir was, wie können wir den Leuten zeigen, wie toll das Fleisch ist. Also heute zum Beispiel waren wir beim Schlachter, beim Metzger und haben den Metzger interviewt. Also der hat uns heute was über seine Rinder erzählt, wie er schlachtet, was mit dem Fleisch bei der Reifung passiert. Damit wollen wir dann nächste Woche Dienstag online gehen und einen kleinen, so, wie so eine Mini-Reportage veröffentlichen.
Und da versuchen wir jetzt halt, um das ganze Thema das aufzubauen. Haben auch noch neue Ideen, was man mit so einem Shop-Format machen kann, aber konzentrieren uns jetzt auf One Beef. Die Grillboxen stehen jetzt vor der Tür, die werden heute fotografiert und sollen dann morgen oder übermorgen auch im Shop hoch. Da muss da wieder neue Werbung für gemacht werden. Also es ist schon, man muss schon richtig was rühren, dass die Leute auch kaufen oder darauf aufmerksam einfach werden. Ne? Ihr habt ja auch noch dann das Ostermenü kreiert. Kannst du noch kurz erzählen, was die Gedanken dahinter waren? Ja, also so Ostermenü, wie auch fast jeder Gastronom, haben wir dann gesagt, ja, wir machen Ostermenü. Dreigang gab es. Vorspeise gab es zweierlei Linsen mit gepickelten Gemüsen, Lachs und Creme Fraiche. Hauptgang hatten wir eine geschmorte Lammschulter mit Spargel und Kartoffeln und Bärlauchpesto. Und Dessert gab es einen Schokokuchen mit Rhabarber. So, da haben wir dann halt ein kleines Video zugedreht auf YouTube, wie man diese Box zu Hause zubereitet. Und das Einzige, was man noch machen musste, war theoretisch Spargel und Kartoffel frisch noch zubereiten. Und den Rest konnte man anrichten oder musste ihn einfach nur erwärmen. Da haben wir in kurzer Zeit auch 120 Pakete von verkauft. Das war jetzt auch nicht so schlecht, also war auch erfolgreich. Aber ist halt nochmal ein ganz anderer Aufwand gewesen, diese ganzen Sachen zu kochen und so einzutüten. Also da haben wir auch unsere Erfahrung mitgemacht. Also wenn wir das jeden Tag machen müssten, würden wir durchdrehen und hätten wirklich, wirklich sehr, 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 sehr viel Müll produziert. Da ist das andere Produkt schon ein bisschen besser. Ja. Aber das kam sehr gut bei den Leuten an. Also diese Kombination aus Video und Kochen, weil du hattest ja auch so ein Osterpaket. Ja, ich hatte auch eins. Und meine Frau hat mir gesagt so, ich weiß gar nicht, das sind so viele Papierkette, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, aber da gibt es irgendwie ein Video zu, guck dir das mal an. Und ich dachte so, boah, jetzt eine halbe Stunde Kochvideo angucken, habe ich echt Bock drauf. Und dann habe ich angefangen, es war echt super kurzweilig und es hat echt Spaß gemacht. Und ich habe auch noch was dabei gelernt. Also war cool und es war natürlich mega lecker. Ja, sehr gut. Ja, und jetzt sind wir halt am Überlegen, ob wir sagen, okay, im nächsten Schritt machen wir aus One Beef, One Chef und machen halt mit dem Partner, der dieses Live-Video gemacht hat, jetzt einfach so eine Kochkurs-Plattform, wo man halt nur einen Warenkorb diesmal bekommt, also mit Rohwaren und man dann mit uns zu Hause das in einer oder zwei Stunden kocht. Ich glaube, da ist halt wichtig, dass die Qualität einfach sehr, sehr gut sein muss des Videos, dass man dann auch Bock hat, sich das eine Stunde lang anzugucken. Man merkt es schnell, dieses ganze Instagram-Format, das guckst du zwei, drei Mal an und dann machen das schon keinen Bock mehr. Ja. Damit versuchen wir jetzt so diese Woche übers Wochenende an den Start zu gehen, versuchen das ein bisschen zu pushen. Ähnliches macht die Frische Post zum Beispiel jetzt. Die machen das mit Tim Mälzer, haben die sich da geholt und machen dasselbe Format wie wir. Das heißt, wir hinken da schon so ein bisschen hinterher. Aber Alex sagt immer, Moritz, die Nische ist so klein und der Markt ist so groß, da darfst du dich von einem Mitbewerber nicht einschüchtern lassen und du musst das einfach weiter durchziehen. Ne? Und ich glaube, das sind auch dann so Tipps, dass man sagt, na klar, ist immer einer besser als man selber und auch gerade die schon länger am Markt sind. Aber man muss halt trotzdem das versuchen, irgendwie einfach erstmal weiterzumachen. Ne? Was würdest du den anderen Leuten gerade empfehlen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ihr? Man muss mit seinen Mitarbeitern sprechen, man muss denen sagen, was Sache ist. Man muss den Leuten auch sagen, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, aber sie trotzdem immer, wenn man was erfährt, aktuell halten. Und dann muss man ganz mit einem ganz klaren Verstand versuchen, die Lage zu analysieren. Das ist immer das Schwierigste. Und dann versuchen, Lösungen zu finden und zu überlegen, was macht bis wann Sinn einfach. Ne? Also wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt One Beef, weil wir die Mitarbeiter auf der einen Seite beschäftigen wollen, weil wir ein bisschen Geld machen wollen, weil wir sagen, okay, wir bauen noch mal ein bisschen Social-Media-Reichweite auf, dass man noch mitkriegt, dass wir da sind und trotzdem noch auch unsere Lieferanten, wir weiter aber auch unseren Lieferanten Ware abnehmen, die dann auch wieder durch unseren Umsatz machen kann. Also man soll halt seine Möglichkeiten abstecken und ich sage jetzt nicht zu jedem, er soll sich was einfallen lassen, aber es gibt so viele Kunden, die das nicht erwarten, aber die sich auch freuen, wenn man was macht. Das haben wir gerade in der ersten Woche einfach gesehen. Und wenn man für die auch einfach nach wie vor in so einer Krise da ist, ist das, glaube ich, schon ein gutes Zeichen.
Und für die Mitarbeiter ist das halt auch ein gutes Zeichen. Aber trotz allem muss man sich fast täglich mit der Situation beschäftigen und überlegen, was mache ich morgen, was mache ich in einer Woche, was ist, wenn der Shutdown jetzt noch 2 Monate dauert, was ist, wenn er 3 Monate dauert, ne? Was ist, wenn er nächste Woche vorbei ist, aber keine Kunden mehr bei mir buchen. So, und das sind dann halt so Fragen. Also ich habe eher Respekt, was nach der Krise passiert, als statt was in der Krise gerade ist. Weil das in der Krise ist irgendwie handelbar und da steckt man ja jetzt auch mittendrin. Aber die Ungewissheit, was danach ist, das ist eigentlich viel schlimmer. Und gibt es dir dann Sicherheit zu wissen, dass ihr quasi onebeef.net, so ist ja die Internetadresse, wo man die Fleischbox bestellen kann, dass ihr das jetzt aufgebaut habt, dass ihr da jetzt Energie reingesteckt habt? Das wird sich jetzt zeigen. Also wir versuchen jetzt halt auch irgendwie zu gucken, einen deutschlandweiten Versand daraus zu machen, wo man ja ehrlicherweise sagen muss, es ist ja auch eigentlich kein Produkt, was auf Masse gehen sollte, weil es von Rindern kommt, die quasi da in Kiel auf der Weide stehen. Aber da ist auch ein bisschen Luft nach oben. Dass wir damit unseren Umsatz ausgleichen, da müssen wir das Produkt halt noch sehr, sehr weiterentwickeln. Ich glaube, es ist nett, nice to have. Und ich glaube, dass es auch in der Zukunft fehlenden Umsatz ausgleichen wird, wenn wir auch wieder Normalgeschäft aufnehmen. Dafür ist das schon gut. Ich weiß aber auch, wie viel Arbeit in OneBee steckt. Und deswegen sind wir halt gerade noch jeden Tag am Prozess optimieren. Also ich habe mich jetzt schon mit anderen Gastronomen unterhalten, die ähnliche Pakete machen. Und die sagen schon, ah, wenn die Krise vorbei ist, brauchen wir eine Produktionsstätte, wo wir das produzieren können. So bin ich jetzt noch nicht drauf, dass ich da komplett eine neue Firma draus gründe. Aber wir werden es auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Wir werden auch irgendwann einen eigenen Instagram-Kanal dafür gründen müssen und eine eigene Facebook-Seite. Und dann einfach nochmal gucken, dass man dann das schon weitermachen lässt, weil es ja auch eine gute Sache ist. Also es ist ja, wie ich vorhin erzählt habe, dieses ganze Konzept um dieses eine Rind ist halt einfach super zu Hause. Und jeder, der gerne Fleisch isst, sollte sich meiner Meinung nach sowas in den Froster legen. Was würdest du denn noch Konsumenten eigentlich empfehlen, um Leute wie euch oder andere Gastronomen oder Betroffene gerade zu unterstützen? Also ich finde, dass die Gastronomen, also der Konsument sollte auch schon sein Umfeld supporten, was er davor auch supportet hat. Und vielleicht sollte er auch ein bisschen die Augen aufmachen nach kleinen Betrieben. Also was mich am meisten stört, ist, dass man jetzt der Meinung ist, es ist ein ganz schwieriges Thema. Also man bietet zum Beispiel eine Leistung an für Summe X, die 50% weniger ist, als sie normalerweise kosten. Und der Konsument weiß das oft auch und nimmt es dankend an. Also ich würde mir teilweise wünschen, dass, ich weiß nicht, ob das doof klingt, aber dass der Konsument vielleicht dann auch einfach ein bisschen mehr gibt und die Zwangslage nicht unbedingt ausnutzt. Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Frage jetzt damit richtig beantworte. Natürlich sage ich Support, your local, klar, das hören wir überall. Guckt euch um, also gerade diese kleinen Angebote in Restaurants kann man super wahrnehmen, gerade Sonderaktionen kann man super annehmen, aber trotz allem muss man auch irgendwie das Ganze hinterfragen. Also wir knallen gerade Dumpingangebote teilweise auch raus, wo ich mir einen Kopf packe und sage, warum mache ich das überhaupt? Klar ist es irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber trotzdem verkauft man sich so krass unter Wert und ich habe immer das Gefühl, dass der Konsument das gar nicht zu schätzen weiß. Ne? Dass da viele Leute in der Krise doppelt so viel arbeiten wie vorher für ein Zehntel ihres Geldes, da können sie eigentlich auch alle zumachen. Also wenn man ehrlich ist, wäre es fast für jeden besser, einfach dicht zu machen und einfach zu warten, bis das Ganze vorbei ist. Da würden viele Leute jede Menge Geld sparen, aber man hat ja trotzdem noch diesen Antrieb, irgendwas zu machen und zu bewegen und dies und das. Und das macht das irgendwie vielleicht, ich glaube, verhasst du mich auch gerade. Aber das sind so Themen, die sind ganz, ganz schwierig. Aber ich finde es super, ich finde es super inspirierend, wie er damit umgeht. Und vor allen Dingen voller Unsicherheit auch, dass man ja nicht weiß, wie es nach der Krise oder erstens, wie lange die Krise noch anhält und wie die Situation danach halt sein wird, einfach nach alternativen Wegen zu gucken, wie kann man sich eigentlich ein Standbein aufbauen und so auch eine Form von Sicherheit gewinnen. Und wie gesagt, wenn ihr
Fleisch nochmal bestellen wollt und aus Hamburg kommt, onebeef.net ist die Adresse. Ich kann es nur sehr, sehr empfehlen. Und wenn ihr Zuschauer seid, die auch überlegen, ob ihr online gehen könnt, wir oder online gehen wollt mit einem eigenen Shop. Wir bei Jimdo haben ein Corona-Hilfspaket gelauncht, wo es den Shop inklusive Domain und Rechtstexte-Manager für einen symbolischen Euro pro Monat gibt. Probiert es einfach aus, ob es was für euch ist. Wir freuen uns, wenn wir mit unserer Technologie helfen können. Und ansonsten, Moritz, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Auch persönlich für das super Fleisch und das geile Ostermenü. Ich freue mich noch auf das, was dann als nächstes kommt. Und ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen, dass ihr da gut weiter durchkommt und dann auch später so richtig die Früchte von der harten Arbeit jetzt ernten könnt. Vielen, vielen Dank. Ich danke. Also ja, auch nochmal danke an dich. Ne? Also wie gesagt, das hat super funktioniert. Es nimmt einen viel Arbeit tatsächlich ab, das muss man ja auch dazu sagen. Vielleicht noch, dass wenn man wirklich so anfängt, über seine Internetseite zu verkaufen, der Buchhalter dreht durch. So, oder? Die Zahlungsoption über den Shop schon einfach Gold wert, um da Ruhe und Struktur reinzubringen, wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen. Ne? Und das hat bei uns halt wirklich geholfen. Also die ersten Bestellungen ohne Shop waren wirklich tough. Und jetzt hat man so ein bisschen den Drive dadurch auch einfach reingekriegt. Ne? Ja, cool. Vielen Dank. Freut mich sehr, wenn wir da helfen können. Also nochmal, alles, vielen, vielen Dank und alles Gute. Danke dir, Matthias.